Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, stellt euch vor, ihr würdet Verbrenner fahren und hättet einen Verbrauch von 8 Liter auf 100 Kilometer. Aber jedes Mal, wenn ihr tankt, müsst ihr für 10 Liter bezahlen. Und es kommen auch eigentlich nur 8 Liter in den Tank und die anderen 2 Liter, die werden zwischendurch irgendwie abgezwackt und für was anderes verwendet, aber die müsst ihr bezahlen. Ja, würdet ihr das gut finden? Mit Sicherheit nicht. Aber das ist tatsächlich eine Situation, die fast allen Elektroautos irgendwie zu eigen ist, denn das, was wir verbrauchen, ist nicht das, was wir laden an der Ladesäule. Von daher müssen wir eigentlich viel mehr Kilowattstunden bezahlen, als wir nachher fürs Fahren benötigen. Ja, so zumindest zu sehen in einem Video vom Tarik von den Elektrobuys. Tarik, schöne Grüße. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Tarik macht super coolen Content zusammen mit seiner Frau Nass und ich verlinke euch den hier oben. Schaut da unbedingt mal rein. Ja, in einem seiner letzten Videos hat er ein Model 3 mit einem Polestar 2 verglichen, was an der Ladesäule wirklich in den Akku geht bzw. aus der Ladesäule rauskommt und was die Verbrauchsanzeige liefert. Und da gab es wirklich doch krasse Unterschiede. Und ja, ich habe mich gefragt, war das jetzt nur eine Momentaufnahme? Ist das reproduzierbar? Gilt das wirklich für alle Elektroautos? Und ja, ich habe ja ein Model Y und hier ein Freund von mir hat ein Volvo XC40, also beides doch relativ große SUVs. Der Volvo ist ja bekannt dafür, auch relativ ein Schluckspecht zu sein, also nicht besonders effizient. Und mein Model Y, ich lobe das ja immer, zuletzt bei meinem Ostsee-Roadtrip, wie effizient es doch ist und wie wenig es verbraucht. Und das hat mich jetzt interessiert. Ich wollte es selber wissen und bin deswegen 100 Kilometer mit den beiden Autos gefahren. Der Tarik ist ja auch nur 50 Kilometer gefahren. Ich habe also die 100 Kilometer durchgezogen und dann mich mal gefragt, was zeigt der Bordcomputer an und was verbrauche ich wirklich an der Ladesäule? Ich kann euch nur sagen, das Ergebnis wird euch total überraschen, deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, das sind also die beiden Kandidaten. Einmal Volvo XC40 Pure Electric mit den 75 Kilowattstunden Akku und einmal Model Y Long Range auch mit dem 75 Kilowattstunden Akku. Wir laden jetzt beide auf genau 60% auf hier an Ionity und dann fahren wir beide eine Strecke, nämlich 100 Kilometer. Der Tarik ist ja nur um die 50 Kilometer gefahren. Wir machen natürlich die vollen 100 voll. Und dann gucken wir mal, wie der Verbrauch vom Bordcomputer mit dem nachgeladenen Verbrauch hier an der Ladesäule abweicht oder ob es überhaupt Abweichungen gibt. Ich bin total gespannt. Und ganz besonderen Dank geht nochmal an die Firma Maingau, Maingau Autostrom. Die zahlen mir hier nämlich den Ladestrom und unterstützen mich hier bei solchen Tests. Also Maingau, ganz besonderen Dank euch. So, beide Autos sind exakt auf 60% vollgeladen und jetzt fahren wir die 100 Kilometer hier auf der Autobahn. Wir fahren die Autos hintereinander, wechseln uns ein bisschen ab. Es geht auch gar nicht um den Verbrauch an sich, sondern es geht ja darum zu schauen, wie ist die Abweichung von der Ladesäule zum Bordcomputer und verbraucht der Tesla am Ende wirklich exakt das gleiche an der Ladesäule, was so ein Volvo zum Beispiel schluckt. Da bin ich total gespannt. Ich fahre die Autos übrigens natürlich nicht selber alleine, sondern ich fahre das Model Y und ein Freund von mir fährt den XC40. Er möchte allerdings nicht mit ins Bild. Kann ich verstehen, ist ganz schön peinlich, so ein XC40 zu fahren, würde mir auch so gehen. Scherz. Okay, also wir starten. So, wir starten. Beide Trips sind auf Null und jetzt fahren wir hier auf der Autobahn so rund die 100 Kilometer. Und wollen dann mal schauen, wie am Ende nach diesen 100 Kilometern der Verbrauch ist, den ich wirklich an der Ladesäule nachladen muss. Also es geht uns nicht darum, wer jetzt hier weniger auf dem Bordcomputer angezeigt hat. Das wird mit Sicherheit das Model Y sein. Es geht darum, ob dann am Ende an der Ladesäule der Strom, den ich in den Akku laden muss, ob die Abweichung von dem, was der Bordcomputer anzeigt, halt sehr, sehr hoch ist oder ob er sich in Grenzen hält. Weil das ist ja auch am Ende das, was ich bezahlen muss. Und der Verbrauch ist ja nicht unbedingt das, was auf dem Bordcomputer steht, sondern der Verbrauch ist das, was ich am Ende auf der Strecke an der Ladesäule nachladen muss.
So, wir sind wieder angekommen und zwar haben wir exakt 101 Kilometer zurückgelegt, zumindest laut Anzeige Bordcomputer Model Y. Und ich habe hier 21 Kilowattstunden verbraucht, Energiegesamt steht hier, und im Durchschnitt 20,8 Kilowattstunden für die Strecke gebraucht. Wir sind so zwischen 130 und 150 gefahren. Diese Werte sind nur zur Info, spielen aber eigentlich für den Test jetzt keine so große Rolle. Jetzt werden wir wieder auf 60% hochladen und schauen mal, was die Ladesäule sagt. Aber wir gucken uns, bevor das losgeht mit dem Laden, nochmal eben die Werte vom Volvo XC40 an. Ja, im Volvo sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Der XC40 hat auch knapp 100 Kilometer gefahren. Insgesamt stehen 98,8 Kilometer auf seinem Tacho. Und er hat einen Durchschnittsverbrauch laut Anzeige von 26,9 Kilowattstunden und hat noch 17% im Akku, gestartet von 60. Und ich habe mit dem Model Y noch 29% im Akku, gestartet von 60. Also eigentlich habe ich noch 12% mehr drin, nach der gleichen Strecke. So, und jetzt gucken wir mal, was er denn wirklich braucht an Kilowattstunden, um von diesen 17% an der Ladesäule wieder auf 60 hochzukommen. Ja, ich muss von 29 auf 60 hoch, der Volvo muss von 17 auf 60 hoch. Also eigentlich hat er natürlich viel mehr Kilowattstunden, aber ich bin gespannt, ob das mit den Bordcomputern übereinstimmt. Ich bin jetzt bei 34%, nee, 35 schon. Der Volvo ist gleich durch, der ist bei 52%. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ich bin ja mega gespannt. Ja, und der Volvo hatte tatsächlich 12% mehr reingeladen, als er in der Verbrauchsanzeige hatte. Also statt 26,8 waren es rund 30 Kilowattstunden, die er nachladen musste. Das sind 12% mehr. Und jetzt beim Model Y, wir sind jetzt bei 21 Kilowattstunden. Die habe ich laut Anzeige Bordcomputer verbraucht auf die 100 Kilometer, habe aber noch 5% zu laden. Das heißt, da wird auch noch ein bisschen was dazu kommen. Ob das eventuell auch über 12% ist, ja, da bin ich gespannt. In ein paar Minuten werden wir es wissen. Ja, was für ein Ergebnis. Also ganz ehrlich, das hat mich jetzt doch ein bisschen umgehauen. Ich meine, beide Autos bekleckern sich jetzt nicht gerade mit Ruhm. Der Volvo hat immerhin eine Abweichung von 12% von dem, was der Bordcomputer anzeigt und dem, was an der Ladesäule hinten in den Akku geladen wird. Und der Tesla hat sogar eine Abweichung von 21%. Ja, also das ist richtig, richtig krass. Jetzt ist die Frage, wo geht der Strom hin? Weil in den Akku kommen diese 25 irgendwas Kilowattstunden ja nicht wirklich, weil diese 21 Kilowattstunden, die ich jetzt hier verbraucht habe auf 100, die spiegeln sich ja auch in der realen Reichweite wieder. Und die reale Reichweite, die ist nun mal real, die ist jetzt nicht fiktiv. Das merke ich ja, dass ich 330 oder 350 Kilometer auf der Autobahn mit dem Model Y komme. Und der Verbrauch, den ich hier habe angezeigt, der spiegelt sich auch mit der Akkugröße von rund 74 Kilowattstunden nutzbar wieder. Das heißt also, fast 5 Kilowattstunden werden an der Ladesäule verbraten und kommen nicht wirklich im Akku an. Ja, wo gehen sie hin beim Tesla? Also ich würde mal sagen, es gibt zwei Dinge. Das sind natürlich zum einen die Ladeverluste, also das, was in Wärme umgewandelt wird. Dann haben wir zum anderen natürlich die Akkuheizung. Und ja, Tesla heizt natürlich den Akku auf, wenn man sich an eine Ladesäule anschließt. Und wir waren nach den 100 Kilometern mit Sicherheit noch nicht in dem 40 Grad Bereich, wo sich der Akku am wohlsten fühlt. Das heißt, hier beim Laden wird da die Akkuheizung massiv angesprungen sein. Und das sind natürlich dann Verbräuche oder Energien, die aus der Ladesäule gezogen werden, aber eben nicht direkt in den Akku kommen. Und deswegen ist natürlich der Ladeverlust in Anführungsstrichen so hoch beim Tesla. Und beim Volvo ist er auch erheblich, aber nur die Hälfte knapp von dem, was der Tesla hat. Möglicherweise ist da die Akkuheizung nicht so brachial und möglicherweise ist die Umwandlung oder das Einspeisen des Gleichstroms in den Akku ein bisschen effizienter beim Volvo. Möglicherweise, das ist jetzt geraten. Ja, also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen schlauer geworden.
Und ich fasse euch hier nochmal die Ergebnisse in einer kleinen Tabelle zusammen. Ja, und wenn ihr euch für ein Elektroauto interessiert, es aber vielleicht nicht gleich kaufen wollt, sondern es erstmal nur auf Zeit fahren möchtet, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch zwei Jahre, ja, dann wäre doch vielleicht InstaDrive was für euch. Die bieten nämlich sehr interessante Konditionen an, wo ihr euch um nichts kümmern müsst. Schaut mal hier. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und die Förderung ist auch schon drin. Ich kenne die Jungs und Mädels aus Wien persönlich und kann euch sagen, die brennen für die E-Mobilität. Von daher von mir eine klare Empfehlung für euch. Und falls ihr noch überlegt, ob ihr die THG-Quote für euer E-Auto in Anspruch nehmen wollt oder nicht, InstaDrive bietet jetzt als einziger Anbieter die volle Förderquote für euch, also 100% ohne jegliche Provisionsabzüge. Das sind mal eben satte 475 Euro. Und als wäre das nicht genug, könnt ihr bei der Registrierung bei InstaDrive damit auch noch gleich etwas Gutes tun. Ihr könnt nämlich entscheiden, ob und wie viel von dem Geld ihr für gemeinnützige Zwecke spenden wollt. Entweder streicht ihr die komplette Prämie für euch alleine ein oder ihr unterstützt eins der gemeinnützigen Projekte, zum Beispiel vom Roten Kreuz, der Umwelthilfe oder den Tafeln. Da kann ich nur sagen, so macht die THG-Quote absolut Sinn. Und so viel Werbung für eine gute Sache muss einfach mal sein. Ja, das war's von mir zum Thema Bordcomputer-Verbrauchsanzeige versus Ladesäule. Ziemlich krasse Ergebnisse, wie ich finde. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.